Hallihallo und herzlich willkommen zu meinem nächsten Video. Heute zeige ich euch im Schnelldurchlauf, also zickzack, zack, zack, naja, wie auch immer, ihr wisst schon, wir drei super coole Comic-Gesichter malt. Und zwar male ich mal das allererste, und zwar ein ganz einfaches, wie ein Männchen lachen kann. Also wie ihr ganz einfach mit wenigen Strichen ein lachendes Gesicht malen könnt. Beim Lachen ist es immer gut, wenn ihr die Augen so mondförmig malt. Also einfach zwei Halbkreise. Nicht so, sondern im Idealfall sehen die ein bisschen ähnlich. Nämlich so. Anschließend entscheidet ihr für Nase, kann man wieder ganz leicht mit einem Halbkreis lösen, und zwar einfach so. Oder ihr könnt ihr natürlich auch ein bisschen gerader machen. Sieht aber manchmal gar nicht schlecht aus, wenn die einen kleinen Knick haben, dann gibt das Ganze ein bisschen mehr Charakter. Und zum Schluss natürlich noch einen wunderschönen Mund. Den kann man entweder nur auf eine Seite machen, so wie hier. Ihr könnt den aber auch hier in die Mitte machen. Oder eben auf die andere Seite. Kommt ganz drauf an. Mir gefällt es hier an der Seite so am besten, weshalb ich es jetzt so umsetze. Und anschließend, da hat er natürlich schallend lacht, mein Männchen, mache ich dem natürlich noch hier den Mund auf, und zwar so nach unten, damit er richtig gut lächelt. So, fehlen dürfen dann natürlich auf keinen Fall Lachfalten. Die deuten wir nur an, und zwar mit drei kleinen Strichen. Man kann auch nur zwei machen. Ich finde aber drei sehen besser aus, weshalb ich hier zwei große und ein kleines in die Mitte mache. Und anschließend darf dem Arm natürlich auch keine Augenbrauen fehlen. Weil die lachen, sind die so ein bisschen in diese Richtung gekippt, damit er auch schön so aussieht und lacht. Wer will, kann jetzt einfach hier noch Zähne reinmalen. Oder man kann auch einfach den Mund komplett schwarz anmalen, weil man da ja quasi gar nicht so richtig reingucken kann und es ja nur eine Comicfigur ist. Das heißt, er kann einfach so aussehen und lachen. Okay, das ist Gesicht Nummer 1. Dann machen wir das nächste Gesicht. Und zwar ist das ein richtig, richtig saures und wütendes Gesicht. Das ist auch gar nicht so schwierig. Und zwar machen wir einfach zwei Augen in die Mitte. Da habe ich mich jetzt für zwei Kreise entschieden. Und als allererstes, bevor wir den Rest weitermalen, mache ich die schönen Zornfalten hin. Und zwar mache ich einen Strich in die Mitte und zwei hier so an der Seite. Wer will, kann die natürlich noch ein bisschen besser machen. Und zwar einen in die Mitte. Und dann hier welche mit so einem kleinen Haken dran. Wenn ihr mal draußen unterwegs seid, schaut mal Leute ins Gesicht, wenn die sich ärgern. Die haben tatsächlich solche Zornfalten. Der Strich ist mir jetzt ein bisschen zu lang. Ich werde ihn ein bisschen hier verkürzen, damit er besser aussieht. Und zwar so. Okay, also die Gruselfalten haben wir jetzt schon passend. Dann darf natürlich auf keinen Fall noch der Mund fehlen. Und die Nase. Die Nase könnt ihr wieder ganz einfach mit einem Strich mit so einem Halbmond darstellen. Einfach so. Und wenn ihr die habt, weil die verbirgt sich jetzt bei unserem Comic-Männchen nicht so arg, dann macht ihr hier zwei Striche. Die können sich gern so ein bisschen nach außen biegen. Dann macht ihr wieder einen Halbmond, aber verkehrt rum, hier hin. Jetzt sieht man richtig, wie ihm die Mundwinkel nach hinten, nach unten hängen, wie ihm alles zu viel ist. Und dann machen wir hier noch ein schönes Kinn hin, also so eine kleine Falte. Er sieht jetzt schon ein bisschen unmissmutig aus, aber eben noch nicht so richtig sauer, weil dazu fehlt natürlich die Augenbrauen. Und die kippen wir einfach so nach innen, und schon sieht eigentlich jede Figur, sogar ohne solche Falten, richtig mega böse und sauer aus. Wenn man die jetzt richtig super grumpy machen will, finde ich, funktioniert es immer gut, wenn man da richtig struppige Haare in alle Richtungen malt. So, und schon habt ihr ein mega saures Gesicht, das richtig beleidigt reinschaut. Wenn man es will, kann man das Ganze noch ein bisschen verstärken und die Falten ein klein bisschen tiefer machen, dann sieht der Ganze noch ein bisschen böse aus. Okay, der hat jetzt auf jeden Fall einen sehr schlechten Tag. Und jetzt zeige ich euch das dritte Gesicht. Und zwar machen wir das dritte Gesicht ein erschrockenes Gesicht. Wir haben wieder einfach nur einen Kreis. Die sind übrigens 1A, falls ihr verschiedene Gesichtsausdrücke üben wollt. Wir haben einen Kreis. Statt so Punktaugen, wenn man erschrocken ist, hat man die Augen ja oft ganz, ganz weit aufgerissen. Weshalb wir nicht nur Punktaugen machen, sondern wir malen richtig große Kreise. Und in diese großen Kreise machen wir dann zwar einfach nur zwei Punktaugen, und zwar sind die so, weil er eben so erschrocken ist und die Augen ganz weit aufgerissen hat. Wenn ihr die gemalt habt, macht ihr wieder Nase. Die Nase ist eigentlich fast immer normal, einfach ein Halbkreis. Und dann darf natürlich auf keinen Fall der Mund fehlen, der ist nämlich sehr wichtig, wenn man erschrocken ist. Und den Mund malt ihr wieder einen Halbkreis. Und dann malt ihr so eine Art Oval oben drüber. Und weil es jetzt noch nicht ganz erschrocken oder nicht so schön rund aussieht, geht ihr hin und macht aus diesen zwei Ecken, die hier unten sind, quasi runde Ecken. Und zwar so. Könnt ihr auch in einem Zug malen. Ich habe es einzeln dargestellt, damit es leichter für euch zu erkennen ist. Dann machen wir das Ganze schön schwarz an.
Und hier haben wir ein erschrockenes Gesicht mit aufgerissenem Mund. Jetzt darf natürlich hier noch eine kleine Falte nicht fehlen. Und natürlich auf keinen Fall die Augenbrauen, die da noch hin müssen. Und die stehen jetzt so, wie man erschrocken ist, hat man die Augen aufgerissen. Und die Augenbrauen sind deswegen ein Stück weiter von den eigentlichen Augen entfernt. Und zwar so weit oben und auch so ein bisschen in die Richtung gekippt. So, und das ist unser letztes Gesicht. Dann haben wir ein erschrockenes Gesicht, ein super saures Gesicht und natürlich ein wunderschönes lachendes Gesicht. Falls du eine Idee hast oder falls du was gerne sehen würdest in meinen nächsten Videos, dann schreib es gerne in die Kommentare und als nächstes werde ich das umsetzen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und freue mich auf ein Abo und ein Follow oder ein Kommentar. Nee, das macht gar keinen Sinn. Gar kein Follow. Naja, ihr wisst schon. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen.